Produktion wählen. Krankenhaus, Produktion wählen. Opernhaus, Produktion wählen. Opernhaus, Produktion wählen. Schmiede, eine Einheit befördern. Tada, eine Einheit befördern. Tada, eine Einheit benötigt Befehle. Tada. Und eine Zitadelle errichten. Finde ich persönlich ziemlich langweilig. Was kann die noch? Ich glaube, die setze ich hier hoch. Belgrad hat 8 plus Nahrung und 47 plus Produktion. Okay, kaufen wir mal ganz kurz hier ein paar Gebäude. Warst du schon eine hier? So. So. Eine Einheit benötigt Befehle. Darüber. Und den da. Flugzeugträger stationieren. Wir machen noch einen Bautrupp. Nächste Runde. So, da. Huch. Leute, die habe ich gar nicht bewirtschaftet. Ich habe hier Eisen und habe das nicht bewirtschaftet. What the fuck? Was habe ich denn da gemacht? Ich habe hier einige Pläne noch nicht bewirtschaftet, aber so eine Eisenmine ist schon schlecht, ne, wenn man das nicht macht. Okay, nächste Runde. Bautrupp hier rüber. Zurück zum Wählen. Werkstatt. Hier runter. Hier rüber. Hier rüber. Hier geht es darüber. Die gehen darüber. Nächste Runde. Ah, guck mal, hinten hat sich das jetzt ausgeweitet auf die beiden. Das ist sehr schön. Yay! Einheit benötigt Befehle. Da hoch. Einheit benötigt Befehle. Eine Zitadelle. Jop. Ich wollte ja eigentlich gerade sehen, aber dann gucke ich halt gleich rüber. Moment. Einheit benötigt Befehle. Wenn die Einheit in sich im Territorium eines Stadtschaffs. Okay. Und das war's, oder was? Stadtschatten haben wir ja gar nicht mehr. In der Gegend hier. Dann läute ich mal ein goldenes Zeitalter mit dem Herrn ein. Yay! Nächste Runde. So, hier rüber und bauen, dann Einheit benötigt Befehle. Nächste Runde. Kuala Lumpur und England sind jetzt verbündet. Naja, das ist zwar schön, stirbt mich, interessiert mich aber nicht wirklich. Und schon sind sie nicht mehr verbündet.
So. So. Da hoch. Da hoch. So. Hier rüber. Ja, mittlerweile sieht es doch auch schon ganz schön. Guck mal hier, überall Straßenbahnnetz schon hier. Es geht voran, es geht voran. Nächste Runde. So, hier, ne Quatsch, hier hoch will ich. Will ich eine Mine jetzt errichten, da habe ich da keine Mine. Rüber. Tada. Hier rüber, ah ne, da ist schon jemand, okay, Moment. Hier runter. Eins, drei Hammer, Andag, jetzt können wir da noch was kaufen. Krankenhaus. Militärakademie. Das war's da schon. Ich kaufe jetzt die ganze restliche Gebäude gerade einfach mal so komplett weg. Wir haben ja ganz gut aufgeholt. Hier können wir noch einen Tempel bauen. Hier können wir gar nichts mehr bauen. Hier können wir eventuell Artillerie bauen, Produktion wählen. Hier können wir noch ein Krankenhaus bauen. Nächste Runde. So, nächste Runde. So, die kommen hier rüber, bauen da noch eine Eisenbahn hin. Die kommen dahin, bauen da noch eine Eisenbahn hin. Die gehen dahin und bauen da noch eine Eisenbahn hin. Die gehen dahin und bauen da noch eine Eisenbahn hin. Die machen das hier. Die machen das da. Die machen das dann nachher da. Die bauen da erstmal noch Handelsposten hin. Die bauen da eine Eisenbahn hin. Nächste Runde. Interessiert mich nicht. Wir sind jetzt übrigens schon über den Zweiten Weltkrieg hinaus. Die wohlgelerntesten Völker der Welt sind wir. Auch wenn nicht mit großem Unterschied zu den beiden. Okay. Das ist England und okay, die beiden sind, die wir schon seit Anfang an kennen. Die werden, glaube ich, auch mal ein großes Problem. Da müssen wir uns nochmal drum kümmern irgendwann. So, Produktion wählen, eine Kaserne, die größten zwei Felder, Produktion wählen, eine Waffenkammer 4, Produktion wählen, eine öffentliche Schule 6, Produktion wählen, das da, nächste Runde. Wir haben immer noch goldenes Zeitalter, kriegen also noch Kohle ohne Ende. Verliehen ist natürlich auch noch ein bisschen, aber mega viele Einheiten mittlerweile produzieren, die einfach bald zum Einsatz kommen werden. Eine Bautrupp. Dann schicken wir einfach mal hier hinter jetzt und dann macht da noch ein bisschen was. Schicken wir den auch dahinter, macht der auch noch da was, aber nächste Runde erst. Produktion wählen, Einheit benötigt Befehle. Da noch was, einer benötigt Befehle, da noch was, hier noch was,
Hier noch was. Hier noch was. Nächste Runde. Auch hier noch was. Und auch da noch was. Nächste Runde. Und jetzt haben wir die Elektrizität. Elektro. Da, 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 da. Ist es eine Tatsache oder habe ich davon geträumt, dass durch die Elektrizität die materielle Welt ein großer Nerv geworden ist, der 1000 Meilen weit in einem atemlosen Zeitpunkte vibriert? Keine Ahnung. Zeigt Aluminium eine Ressource im späteren Spielverlauf für viele Einheiten benötigt wird, ermöglicht außerdem den Bau der Börse, welche den Goldertrag steigert. Ja, dann hier nochmal eine Mine. Dann hier nochmal ein bisschen davon. Die bauen da unten nochmal das da. Die bauen da nochmal Schienen. Die bauen da Schienen. Produktion wählen. Gold 33%, das ist krass. Produktion wählen. Forschung wählen. Verbrennungsmotoren, Funkwesen, Telegrafie, Kühltechnik. Yay, Panzer! Nächste Runde. Hier kommt nochmal das hin. Nächste Runde. Na, mittlerweile sieht das Land hier doch richtig fortschrittlich aus im Vergleich zu dem. Am Anfang so eine kleine Metropole, wo gerade mal so eine Stadtmauer rum war, und jetzt ist mittlerweile das da schon. Ist schon heftig. So, was haben wir denn noch nicht? Da oben ist noch Platz. Und hier ist noch nichts. Da ist noch nichts. Da ist noch nichts. Nächste Runde. Und auch hier ist jetzt noch nichts. Und da muss noch was hin. Und da muss noch was hin. Wir haben jetzt auch bald wieder neue Politik. Zeitalter des Goldenen dauert nicht mehr. Oh, wir haben noch Kohle ohne Ende, sehe ich gerade. Utopia. Obwohl, ich kümmere mich nachher um Utopia weiter. Wir machen jetzt erstmal hier fertig. Und zwar Rom. Kauf. Börse. Kauf. Börse. Da haben wir nämlich zwei Börsen neu gekauft, nächste Runde. Was jetzt gleich nochmal richtig Kohle bringen wird, auf jeden Fall. Das interessiert mich nicht wirklich. So, mal schauen, wie viel Kohle wir jetzt kriegen. Ulala, fast 400 pro Runde. Produktion wählen, wir gehen hier rüber und bauen da einfach das da. Hier noch eine Börse. Da noch ein Aquädukt. Da noch ein Monument. Da eine Beförderung. Hier eine Beförderung. Und jetzt kommt hier überall sowas. Da drüben. Verbandseinheit bewegen.
gut. Wir schauen mal rüber. Level 21 ist die höchste Stadt bei denen, bei uns Level 23 schon. Produktion wählen. Jäger. Hier ist glaube ich noch nicht. Genau. Börse. Was mache ich denn? Ach, scheiße. Wenn man sich mal kurz nicht konzentriert, ne? Nächste Runde. So, okay. Na gut. Produktion wählen. Eine Börse brauchen wir hier noch. Produktion wählen. Stadtmauer brauchen wir hier jetzt langsam mal. Produktion wählen. Tempel brauchen wir hier mal. Politik einführen. Wir führen mal das hier ein. Okay, wir haben Anarchie hervorgerufen. Warum nicht? Wir kriegen kein Gold mehr, wir kriegen keine Wissenschaft mehr. Gut, Einheiten benötigen Befehle. Was haben wir hier noch so? Darunter nochmal. Tada. 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 Nächste Runde. Dann sehe ich, wann die Anarchie endet. Das ist ja mal eine gute Frage. Ach, da ist er wieder. Und wir haben eine massive Zufriedenheit. Die können jetzt mal da lang laufen. Die können wir da hinlaufen, da ist auch noch was. Die können da hinlaufen. Und langsam haben wir es wieder. Jetzt können wir bald wieder die Einheiten verkaufen, kriegen wieder mehr Geld. So, die zum Beispiel können wir auflösen, ja. Die baut hier noch einen Bauernhof. Die läuft darüber. Die macht hier unten was. Die macht da was. Die schläft da hinten weiter. Nächste Runde.
Jetzt hat Katharina das Zeitalter der Industrie erreicht. Und liebe Freunde, ich würde sagen, wir machen hier erstmal Schluss für heute. Ich habe eine ganze Ecke aufgenommen jetzt, bin ich sehr froh, zufrieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann heißt, richtig abgehen hier. Ja, mal schauen, was dann so passiert. Wir sind momentan sehr fortschrittlich hier, wie ihr seht, wir haben jetzt fast schon die Welt, wie sie dann am Ende aussieht. Tja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.